Herbstferienzeit in Flensburg. Die Stadt ist voll mit Touristen und sie alle werden wohl früher oder später mal hungrig. Ich bin auf der Suche nach Restauranttipps. Was empfehlen mir die Flensburger? Wo gehen Sie am liebsten essen? Ich würde Ihnen empfehlen, wirklich nach Sonnweg in den wunderschönen Hafen zu gehen, zum Portugiesen. La Vela heißt der. Ganz tolles Essen. Und für jedermann. Für Veganer, Vegetarier, Fleischesser, Fischesser, also für alle. Also so für die jungen Leute oder auch so in meinem Alter, Junggebliebene, empfehle ich das Fresh Inn. Das ist total lecker und das ist immer ganz frisch. Ansonsten würde ich die Hafenküche empfehlen, die ist auch total lecker und ist ein bisschen gehobener vom Preis, aber wechselnde Tagesgerichte und super zu empfehlen. Dann ist es die Hafenküche im Moment, weil das sehr original Flensburgerisch ist. Also Peter Pane geht auf jeden Fall immer und auch das Extrablatt natürlich. Aber wir haben so eine kleinere Pizzeria, das San Marco, und das ist auf jeden Fall auch immer gut. Also wir empfehlen San Marco. Da ist immer ordentlich was drauf auf dem Teller, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und die Leute sind sehr nett. Wenn wir essen gehen, auch mit unseren Kindern ins San Marco, da ist die Bedienung immer sehr freundlich, das Essen schmeckt hervorragend. Ja, es ist schon unser Familienstammlokal. Unsere Enkelkinder geht schon dahin. Ich bekomme tatsächlich viele gute Tipps. Und es gibt einen Gewinner. Mit 3 Empfehlungen bekommt das San Marco am meisten Stimmen meiner kleinen Umfrage. Ich mache mich auf den Weg und überbringe die gute Nachricht. Ich bin sehr stolz dafür, dass wir so dazugehören. Eine der besten Restaurants, sagen wir so, und auch eine der ältesten. Und der älteste italienische Restaurant seit 51 Jahren. Sind wir ganz stolz dafür. Ein echter Traditionsitaliener, der damals sogar die Pizza nach Flensburg gebracht hat. Mein Chef damals hat mir die Geschichte erzählt. Der war in Berlin zu sehen, erstmal wie die Pizza gemacht werden, weil er kannte in Flensburg noch keine Pizza. Und was ist heute das Erfolgsrezept? Die Bedienung, die sind sehr familiär, kinderfreundlich, freundlich mit den Gästen, auch wenn ein bisschen manchmal stressig ist. Das ist das, was Marco macht, das ist sehr familiär, den Flair. Ja, so gerne mache ich das, weil ich einfach sage, ich bin so eine Herzenskellnerin. Ich bin in diesem Betrieb 22 Jahre und ja, sehe alle auch aufwachsen. Neue Kinder, neue Generationen werden geboren. Ich kann mir auch zurzeit nichts anderes vorstellen, auch wenn diese Zeit ganz schwer ist. Aber das Team ist toll, wir sind eine große Familie. Und das Essen schmeckt natürlich auch. Bei unserer Umfrage punktet das San Marco mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Was ist das schönste Kompliment, das man den Mitarbeitern hier machen kann? Ja, wenn die abends ganz gesättigt hier rausgehen und sagen, vielen Dank für den tollen Abend und den schönen Service. Das finde ich immer ganz schick. Was ist euch beim Restaurantbesuch wichtig? Und wo geht ihr am liebsten essen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.